Was geht ab? Lange nichts mehr auf dem Kanal gehört. Ich will erstmal zum Beginn zwei Sachen sagen. Und zwar erstens möchte ich mich für 200 Abonnenten bedanken. Ich glaube, das war jetzt übers Wochenende, dass ich die 200 Abonnenten geknackt habe. Und dafür bin ich euch allen einfach unendlich dankbar. Das ist einfach nur geil, dass wir jetzt schon 200 Abonnenten sind. Dieses 100 Abonnenten-Special kommt mir auch so vor, als hätte ich es erst irgendwie vor einer Woche gemacht oder so. Das ist wirklich abgefahren. Deswegen vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der abonniert und hier regelmäßig guckt und Kommentare schreibt. Die Leute, die Kommentare schreiben, wissen, ich schreibe mit jedem, ich antworte jedem und wenn es irgendwie irgendwas zu bereden gibt oder so, dann kann man immer in die Kommentare schreiben oder jetzt seit neuestem seht ihr auch hier oben meinen Instagram-Account. Da ist bisher noch nicht viel los, aber wer Bock hat, kann da gerne vorbeischauen. Twitter habe ich noch nicht. Genau, zur zweiten Sache. Für die Leute, die mich auch auf Twitch verfolgen, die werden es mitgekriegt haben, dass ich letzte Woche nichts auf Twitch gemacht habe. Mich hat einfach die Uni aufgefressen und es wird höchstwahrscheinlich auch diese Woche so sein, dass ich es nicht schaffe, auf Twitch zu kommen. Zumindest nicht nach einem Zeitplan. Ich werde versuchen, so gut wie ich kann, beziehungsweise wenn ich die Zeit finde, dann auch einfach mal spontan online zu kommen. Vielleicht auch heute. Ich kann es aber nicht versprechen. Also seid mir bitte nicht böse über die Sache mit Twitch. Ich wünschte, also wenn ich es anders könnte, würde ich es anders machen. Aber es ist leider aktuell ein bisschen schwierig für mich. So, das habe ich jetzt erstmal gemacht. Und ich möchte jetzt direkt zu dem heutigen Video kommen. Nämlich das Octa-Battle. Joetime gegen Hell. Hell Kamikaze oder einfach nur Hell, keine Ahnung. Joetime hat mal wieder eine relativ lange Runde gemacht. Also meine Meinung zu langen Runden ist immer so ein bisschen so, boah, muss das sein? Wenn es natürlich krass ist, also was ich krass in Erinnerung habe, ist die Gio-Runde gegen Laska, die Hinrunde im Finale damals. Die war unendlich heftig. Also da kam das einen auch nicht. Ich glaube, das waren auch irgendwie 6,5 Minuten oder so und das kam einen einfach nicht so vor. Ich bin gespannt. Ich will völlig unvoreingenommen in dieses Video und in dieses Battle gehen. Für die Leute, die aber meine Reactions zu den Qualifikationen gesehen haben, die können vielleicht schon erahnen, in welche Richtung so rein von den Qualifikationen ich eher tendiere. Nichtsdestotrotz schauen wir jetzt einfach mal rein. Ich habe lang genug gelabert. Let's go. Ich bin auch so heiß. Ja, ich hab's mir auch gerade angeschaut. Ja, ich hab mich gerade genau das gleiche gefragt. Du, ich muss nur kurz den Müll rausbringen. Kann ich dich so in 6-7 Minuten vielleicht nochmal anrufen? Oh. Ja, passt. Ja, ich hab... Das ist so ein flacher Joke. Wenn das jetzt wirklich auch auf die Rundenzeit eine Anspielung sein soll, dann ist das so ein unglaublich flacher Joke. Ich auch, lieb Mutti. Ciao, ciao, Bussi. Kia. Dieser Hampelmann nuschelt in anderthalb Minuten mehr Unfug als Showtime. Selbst Gisela hat mich nach deiner Runde gefragt, wie kann man so ein Hurensohn sein? Ja, ja, meine Mom ist der Hure und mein Vater ein Triebtäter. Aber was für Julian, frag KIZ. Showtime hat 4 Väter. Bringe Unordnung in deinen Kopf, wie die Kuh. Boah, okay. Also Zeilen an sich gar nicht so schlecht, dass er auch wieder auf die Qualifikation quasi eingeht mit seiner Mutter Gisela und so. Ist an sich keine schlechte Idee, aber irgendwie wirkt der Flow für mich absolut nicht rund. Also wirklich so ganz komisch, so ein bisschen komischer sogar noch als Rasha. Weiß ich nicht. IZ, Showtime hat 4 Väter. Aber er hat eine gute Einstellung und die gefällt mir schon. Bringe Unordnung in deinen Kopf, wie die QAnon-Theorie. Erst ein Hundesohn und am Ende folgte die Gangster-Parodie. Lieber ein Hundesohn als eine klägliche Kurt Cobain-Kopie. Doch jetzt ist Ruhe im Karton, trotz seiner Menge Fantasie. Du weißt nicht, wie du vor dir stehen hast, doch... Das war eine sehr schöne Zeile. Ich habe gerade kurz überlegt und dann eine schöne SpongeBob-Anspielung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Hell Kamikaze in seiner Runde irgendwas mit SpongeBob auch gebracht hat. Aber dieses, auch mit der Handgeste, eine Menge Fantasie und dann dieser Regenbogen. Das ist eine schöne Zeile tatsächlich. Im Karton, trotz seiner Menge Fantasie. Du weißt nicht, wie du vor dir stehen hast, doch spürst die Autorität. Jetzt steigt der Hurensohn wieder zum Herren auf. Trinität, die ganz Idioten fragen sich... Auch keine schlechte Zeile tatsächlich. Jetzt steigt der Hurensohn wieder zum Herren auf. Trinität, die ganz Idioten fragen sich nur, Joetime kann auch betteln und flauen. Nein, aber um Helo den Arsch zu versohlen.
reicht. Denn deine Qualifikation gleicht fast einer manischen Episode. Du bist immer gut gelaunt, ah ja, du hast nur manische Depressionen. Ich geb dir ein Duplex, siebter Stadt mit Kamikaze. Kommt der labile Junkie nur wieder mit einer Panikattacke. Bist ein bisschen Homo, ah ja, mir doch egal, ob du Schwänze lutscht. Aber nimm doch wenigstens zum Rekorden mal den Penis aus dem Mund. Komm, Helo, geh auf die Knie von mir, wir schließen eine Homo-Ehe. Doch bevor dein Tod uns zeitet, schicke ich dich zum Logopäde. Jeden Tag sieht der ja. Du Blender bist Fitnessblogger. Jeden Tag Proteinshakes und denkst echt, du bist Spitzensportler. Post oben ohne vom Spiegel, wie ein richtiges Model. Doch eine trainierte Fotze, die oben ohne postest und bleibt eine Fotze. Hier kommt 8 Jahre peinlicher Hip-Hop gegen Amateur-Rap seit 4 Wochen. Schicke das Einhorn wieder zu TikTok, vom Newcomer die Karriere genommen. Hatte 4 Tage Zeit für meine Qualifikation und hab noch nie zuvor gerappt. Du Bitch hast doch noch deinen Tampon drin, trotzdem hab ich hier Blut geleckt. Bin nicht true. 4 Tage Zeit für die Qualifikation. Noch nie zuvor gerappt. Boah. Also ich muss ehrlich sagen, dafür, also wenn das halt wirklich stimmt, dann ist das an sich nicht schlecht, weil jeder hat mal klein angefangen, jeder, also es fällt kein Profi vom Himmel, aber dann erklärt es noch umso einiges, diese ganzen Schwächen, sag ich mal, der Flow wirkt an so vielen Stellen so unroutiniert, die Zeilen sind so plump und teilweise auch so ausgelutscht und halt auch einfach nicht gut, muss ich leider sagen. Es gefällt mir aktuell nicht so gut. Klar, die 1-2 Zeilen, die ich jetzt schon genannt habe, die fand ich auch gut. Die habe ich mir jetzt nicht aus dem Arsch gezogen, einfach nur um was Gutes zu sagen, sondern die fand ich wirklich cool. Ja, aber ich weiß nicht. Irgendwie battelt der Beat mehr als er selber. Es tut mir leid, das zu sagen, aber irgendwie ist es leider so. Zuvor gerappt. Du Bitch hast doch noch deinen Tampon drin, trotzdem hab ich ihr Blut geleckt. Bin nicht Julian, doch ich misshandle jetzt diesen stinkenden Köter. Du fliegst aus dem Turnier, denn mein Pimmel ist größer. Der einzige Grund. Das ist eine sehr gute Zeile, weil Hell Kamikaze hat in seiner Qualifikation nämlich, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zeile war, aber auf jeden Fall auch eine Zeile gebracht, mit der er quasi gepuncht hat, weil er einen riesigen Schwanz hat. Und Joetime kontert die Zeile jetzt quasi aus. Das ist eine sehr, sehr gute Zeile. Wirklich. Also bisher die Highlight-Zeile, finde ich, in dem Battle. Du fliegst aus dem Turnier, denn mein Pimmel ist größer. Der einzige Grund, warum dein Penis am Knie ist, ist leider nur deine ekelhafte Elefantitis. Ich zeig diesem Helu jetzt mal, was sein Ehrenmannglied ist. Und ich sag Achtung, denn du stehst vorm Abhund und verlierst die Fassung. Denn ich kenne deinen Schwachpunkt. Die Mütze ist nicht nur ein die Stelle war sehr gut. Die fand ich sehr, sehr gut. Das muss ich mir nochmal anhören. Ich zeig diesem Helu jetzt mal, was sein Ehrenmann. Schön gesungen auch tatsächlich. Und ich sag Achtung, denn du stehst vorm Abhund und verlierst die Fassung. Denn ich kenne deinen Schwachpunkt. Die Mütze ist nicht nur ein Gadget, sie ist für ihn seine Identität. Ich enthülle hier nun die Bestie, die hinter der Kostümierung nicht sieht. Helo war noch klein und hatte in den einsamsten Horrorstunden nur Geborgenheit daheim bei meinem Nachbar Totoro gefunden. Manchmal läuft der Film sogar noch im Hintergrund, während er Opfer des abscheulichsten Missbrauchs wurde. Er spürt in sich jahrelang das Bedürfnis entstehen, zu fühlen, wie es ist, bei Schwächeren die Würde zu nehmen. So kam er eines Tages auf diese abartige Schnapsidee und kauft sich eine Kappe von diesem japanischen Anime. Jetzt wartet doch er mal auf die Kleinkinder an der Busbank. Einige Tage danach schwärmen 2 Kinderleichen im Fluss an. Wieder ein paar mehr in der Sammlung, wie bei einem Schuhschrank. Fuck. Und wieder ein... Okay, ohne Scheiß, diese Stelle, wo er dann angefangen hat, ihn quasi zu enthüllen, ist ja keine Enthüllung gewesen, aber er hat sich halt quasi eine Story dazu ausgedacht, wie er zu dem Namen kam, wie er zu seinem Image kam und sein Aussehen und was weiß ich. Und die Stelle fand ich tatsächlich ziemlich gut gerade. Die war auch, die konnte man sich auch sehr gut anhören, die Story war jetzt nicht so krass an den Haaren herbeigezogen, weil ja klar, wenn man sich was ausdenkt, dann irgendwo hat man immer so ein paar Lücken, sag ich mal, oder irgendwo macht's nicht, ist nicht ganz stimmig. Aber alles in allem fand ich die Stelle gerade auch sehr, sehr gut. Auch tatsächlich bisher eine Highlight-Stelle für mich. Der gesamte Part, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein einzelner Part war in dem Sinne. Aber ich sag's jetzt einfach, dass das ein Part war, halt der Part, wo er enthüllt wurde, in Anführungsstrichen. Mal mehr wird das Opfer zum Täter. Dieser Track ist eine Warnung an alle Mütter und Väter. Dein Nachbar Helu, der Pedo-Kamikaze. Du wirst gejagt, denn du hast Sünden begangen. Dein Nachbar Helu, der Pedo mit der Mütze.
Straße, du wirst gejagt, niemand kann dich vor mir schützen. Du bist ein abgebrannter, stadtbekannter. Ey, das war auch gut. Der müsste mehr in die Richtung machen. Dieses Durchgerappe und Durchgeflowe liegt ihm nicht so, aber dieses halb gesungene und halb gerappte, das liegt ihm sehr gut. Wirklich. Knabenschänder und lockst Kinder in den Wald wie der Nachbar Totoro. Schieb das alles mal nicht auf deine abgefuckten Rabenmeltern. Immerhin wohnst du bei ihm daheim in der Dachbodenwohnung. Deine Bude ist so vollgemüllt mit Scheiße, ich muss sie erst gar nicht in den Dreck ziehen. Selbst Otto vom Trödeltrupp meinte, du bist nur ein wahnsinniger Messi. Hast die Quali doch nur in den Drecks noch gefilmt wegen deiner Fußfessel. Denn die Nachbarin fand bei ihrem Sohn Philipp wieder die Knutschflecke. Würde ich dich auf der Lauer liegend in meinem Nachbarort sehen, würde ich liebe in ein Schauerwerk beim Drachenlord leben. Du bist ein vorbestrafter. Okay, das ist eine sehr lustige Zeile. Würde ich liebe in ein Schauerwerk beim Drachenlord leben. Du bist ein vorbestrafter Vollversager wie Jo Olli. Gibst kleinen Dorfknaben vor dem Samen im Klo Lollis. Ich erniedrige dich, Spasten, so wie. Das ist eine sehr, sehr ekelhafte Zeile tatsächlich. Dorfknaben vor dem Samen im Klo Lollis. Ich erniedrige dich, Spasten, so wie Kinderpissoirs. Denn du willst dich nur grapschen, du schiebst den Finger in den Arsch. Weil dich Hinterwäldler niemand bei Tinder matcht, ziehst du dir illegal im Darknet die Kinder-App. Statt Cheat Day machst du nun eine Intermittent Fastenkur. Heißt bei dir Kinder swipen nur von 10 bis 18 Uhr. Dicker, dein größtes Vorbild ist Josef Fritzl. Du spritzt auf die Kids, so wie ich Ketchup auf mein Schlitz. Dein Nachbar Helu, der Pedo-Kamikaze. Du wirst gejagt, denn du hast Sünden begangen. Dein Nachbar Helu, der Pedo mit der Mütze. Du wirst gejagt, niemand kann dich vor mir schützen. Du Fonzel siehst nicht aus wie ein Rapper, sondern wie Kurt Cobain of Age. Ich finde Schore besser, aber du schwörst auf Underage. Jetzt mal ohne Scheiß, sag mal bitte nicht, dass das eigentlich voll die krasse Vorlage auch für Hell Kamikaze ist. Dadurch, dass der ja quasi hier im Tunnel hockt. Klar, man könnte auch sagen, dass es so eine Art Erniedrigung ist, aber dadurch, dass das so, boah, wie sagt man das, halt nicht präsent ist, sondern einfach, dass das halt wirklich so, ja, er steht da oder hockt da einfach. Man könnte ja doch einfach das umdrehen und sagen, ja, ich habe nur auf den richtigen Moment gewartet, dich abzuschlachten. Weil es ist auch nicht gerade irgendwie lustig dargestellt, wie er da hockt, sondern halt teilweise wirklich für mein Empfinden leicht unheimlich sogar. Was ich noch sagen wollte, der Beat-Switch gefällt mir gerade sehr gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Begangen, dein Nachbar Helo, der Pedo mit der Mütze. Du bist gejagt, niemand kann dich vor mir schützen. Du Fonze siehst nicht aus wie ein Rapper, sondern wie Kurt Cobain of Age. Ich finde Schore besser, aber du schwörst auf Underage. Okay, ey, also er zieht dieses ganze Ding mit dem Pädophilen halt wirklich das ganze Battle über durch. Die Underage-Zeile jetzt gerade, die war schon ziemlich nice eigentlich. Wenn man halt einfach sich abholen lässt von dieser, von der Thematik des Battles, sag ich mal, von dem, ja, von dem Thema halt einfach. Age, ich finde Schore besser, aber du schwörst auf Underage. Machst den Genozid, naja, spazierst von Spielplatz zu Spielplatz. Du kranker Pädophiler, planst auch diesmal nur eine Triebtat. Riech's an der Rutsche, sagst, smells like Teen Spirit. Fragst einen kleinen Jungen, lutschst du für Geld mein Glied, Philipp? Jetzt wird der Knabenjäger, der gejagt, du bist an den falschen Gegner hier geraten. Ich war für die, die auf den Waldwegen verschwanden, Sören, Philipp, Paul und all die anderen. Dein Leben war sicher kein Ponyhof, wohl eher die verfluchte Neverland Ranch. Und ich bin auch kein tschetschenischer Vollidiot, trotzdem wirst du in den Keller gesperrt. Du wirst geknebelt, gefesselt, geschändet und machst jetzt ein Ende, ist dort dein Geständnis. Aber trotzdem zeig ich für dich Untermensch kein Verständnis. Denn selbst dein Hundesohn aus der 10. Generation Inzucht hätte mehr Legitimation zu leben, als du degenerierte Nichtsnutz. Ich frag Philipp, Philipp, was machen wir mit dem Ungeziefer? Kill it, kill it, kill it, kill it. Ich erniedrige dich sogar offbeat im Battle, Ehrenwort. Du schiebst hier nie wieder. Wahrscheinlich kam in der Qualifikation in den Kommentaren öfter mal vor, oder vielleicht weiß er selber auch, dass er nicht gerade 100% onbeat ist. Und da ist es dann schon ganz lustig, die Zeile mit offbeat zu bringen. Kill it. Ich erniedrige dich sogar offbeat im Battle, Ehrenwort. Du schiebst hier nie wieder den Cock in die Mätresse, Courtney Love. Du schiebst dir nur wie Kurt Cobain die Shotgun in die Fresse, Ehrenmord. Ehrenmord. Aber warte noch kurz, Helu. Eine Frage hätte ich da noch. Mhm. Nun, wo ich dich von hinten genommen hab, bist du jetzt der Underdog? Okay, lustige Zeile. Oh, wie ordne ich die Runde ein? Wie ordne ich das ein?
Ganz ehrlich, ich würde es am liebsten so machen. Ich glaube, wir ziehen das auch durch, das Turnier über. Normalerweise habt ihr ja gesehen, ich gebe eigentlich immer ein Like für jeden. Sogar Russia hat von mir ein Like gekriegt, obwohl ich halt auch gesehen habe, dass der gehatet wurde. Und ich würde es jetzt einfach mal so machen, damit ich auch nicht voreingenommen bin, weil ich will die Bewertung eigentlich auch gar nicht sehen, bevor ich nicht Hells Runde auch noch kenne. Ich gebe ein insgesamtes Fazit dann, wenn ich beide Runden reacted habe. Es ist dann abhängig halt natürlich, welche Qualifikation als erstes kommt, welche als zweites kommt. Ein insgesamtes Fazit, wer für mich der klare Gewinner ist. Also halt dann halt in der zweiten Reaction jeweils. Die zweite kommt dann morgen logischerweise zu Hell. Genau, und dass ich da dann das Battle als Gesamtes beurteile und in den einzelnen Runden dann meinen persönlichen Geschmack und mein persönliches Feedback abgebe. Und zu Joetime, ich finde es echt schwierig. Also der hat wirklich ein paar Stellen, die ich als Highlight würdig empfinde tatsächlich. Ein, zwei Zeilen und halt diese eine Part in der Mitte mit dieser Demaskierung in Anführungsstrichen. Das fand ich schon nicht schlecht. Aber mir hat das Thema halt, dieses pädophilen Ding irgendwie nicht gefallen, weil es halt irgendwie auch schon, es ist halt nichts Neues, so, es ist so, keine Ahnung. SpongeBoss hat das Ding einfach schon bis ins Absurde gezogen oder gebracht mit dem Diss an Gio. Ja, es ist halt schwierig jetzt da, sag ich mal, noch einen oben drauf zu setzen, beziehungsweise irgendwie was zu finden, was gleichmäßig stark ist, ohne dass man denkt, oh, das kennt man schon, das ist irgendwie langweilig. Deswegen gefällt mir das Thema alles in allem auch nicht so dolle. Klar, wie gesagt, die ein, zwei Zeilen fand ich cool. Ich finde die Beats sehr cool und auch seine Attitude, mit der er daran geht, finde ich cool. Allerdings gefällt mir auch so, dass er wirklich regelmäßig Offbeat ist, auch nicht so gut. Ich weiß, ich kann ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie es in der Qualifikation war, ob es da besser war oder nicht, aber jetzt gerade ist mir das sehr, sehr krass aufgefallen. Meine Güte, ich würde gerne mehr Positives sagen, als ich es, also mehr Positives sagen, aber es fällt mir schwer, leider. Ich bin ein bisschen unbeeindruckt, muss ich ehrlich zugeben. Mann, 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 und wenn ich jetzt auch noch weiß, wie Hell Kamikazes rum war, seine Qualifikation meine ich jetzt. Alter Schwede, ich glaube, das wird ein ziemlich einseitiges Ding. Wie gesagt, ich will die Bewertung noch nicht gucken. Die Bewertung zum insgesamten Battle kommt morgen. Schauen wir einfach mal, wie es für Joetime ausgeht. Ich kann's nicht beurteilen. Ich glaube aber, so einfach aus subjektivem Gefühl, glaube ich, dass leider jetzt hier schon Ende für ihn ist. Hilo war noch klein und hatte in den einsamsten Horrorstunden nur Geborgenheit daheim bei meinem Nachbar Totoro gefunden. Manchmal läuft der Film sogar noch im Hintergrund, während er Opfer des abscheulichsten Missbrauchs wurde. Er spürt in sich jahrelang das Bedürfnis entstehen, zu fühlen, wie es ist, mal Schwächeren die Würde zu nehmen.